Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Diesmal ja, wird es interessant, vor allem im zweiten Teil, wie ich da stecken geblieben bin und ein LKW vor mir auch noch. Stau auf der Sahara-Autobahn. Es war echt spannend. Okay, dann gleich los. So, adios, und ich bin jetzt alleine, was aber mir nichts ausmacht. Ja, fahre ich wieder zurück. Was sind das etwa? 15 Kilometer. Und dann geht es wieder auf die Hauptpiste zum Camp Mars. Okay, das war es für mich. Nicht schlimm, kann damit leben. So, die Hunde dürfen ein bisschen spazieren. Ja, damit ist auch meine Anspannung ein bisschen weg, weil das ist ja doch nicht einfach. Also für das reicht's, bis zum Camp Mars reicht's, bis zum Tembain reicht's, aber der See ist unmöglich. Da müsste er 2 Tonnen leichter sein. So, also wir drei gehen wieder zurück und dann zum Camp Mars. Ayla ist bei mir drin und Angie, die will laufen. Das ist also schon interessant. Die Angie, die läuft genau an der, ja, den Weg entlang vor mir, wie wenn sie es ja, vorher auch gelaufen ist, aber die ist bei mir auch drin gefahren. Die kennt den Weg. Die haben irgendein GPS im Kopf. Das ist Wahnsinn. Die könnte ja sonst irgendwo durchlaufen, aber sie läuft genau auf der Piste, die ja nicht so gut erkennbar ist. Sie ist stehen geblieben, hat zurückgeguckt, sie ist schneller wie ich. Aber sie hatte vorher hat sie ein Abkürzen genommen und ist dann wieder auf den Weg gekommen. Ja, jetzt sieht man die Piste auch gut. Hier haben wir übernachtet. Angie geht noch mal hin, zu gucken, ob es was zu futtern gibt. Und da kommt sie wieder. Sie ist mein neuer Guide. Also ich brauche gar keinen Mensch. Der Hund ist vermutlich noch der bessere Guide. Okay, in den Dünen, da weiß sie nicht genau, wo ich hochkomme und wo nicht. So, jetzt geht es aber richtig hoch da. Untersetzung rein, Sperren rein. Ach, die Untersetzung ist schon gut. Sonst müsste ich meine Kupplung belasten. Super. So, wir halten an. Angie kann jetzt reinkommen und etwas trinken. So, das ist unser Weg und dann geht es links weg vor dieser großen Düne. Ich kenne ja den Weg. Und ganz alleine unterwegs diesmal. Aber alles gut. So, ich bin wieder auf einem Hügel. Da hinten ist der Tembain. Das ist machbar und da müssen wir jetzt hin. So, ich muss mir da den Weg suchen. Wieder auf die Hauptpiste. Aber ich bin ja hoch oben und dann sehe ich meistens ungefähr, wo ich durchfahren kann. So, jetzt bin ich dann bald auf der Hauptpiste. Ich fahre da irgendwie quer durch.
ist auch mal zum Lernen, gut Überblick und sofort entscheiden, wo am besten die Piste ist oder der Weg ist, den man durchgeht. So, jetzt habe ich es dann geschafft, jetzt bin ich dann auf der Hauptpiste, nach Karte, nicht mehr weit. Es ist einfach wichtig, dass man die Himmelsrichtung weiß. Ein Zickzack fahren. Ja, die Dünen, es verändert sich ja dauernd hier. Immer schnell entscheiden. Ihr seht, wie das geht. Hä? Irgendwo in Niemandsland. So, jetzt kommt sie dann, die Hauptpiste. Jawohl, die ist hier. So, ich habe schnell einen Halt gemacht und kontrolliert. Stoßdämpferschraube hält immer noch, super. Ich gucke da die Unterlagscheibe, ob sie sich frei bewegt da zwischen der Achse und dem Stoßdämpfer. Wenn die Schraube sich lösen würde, würde die dann nicht mehr eingequetscht sein. Aber sieht alles noch gut aus, das Loctite scheint zu halten. Dann Steine habe ich auch keine dazwischen. Die Reifen sind soweit auch noch okay, außer vorne, aber da sind sie sowieso alt. Die haben ein bisschen Schlitze gekriegt, aber nicht von hier, sondern das habe ich jetzt schon zwei Wochen. So, jetzt geht's weiter zum Camp Mars. Wir umfahren den Tembain rechts rum. Ist ein bisschen einfacher zum Fahren. Wunderschön. Ich bin nicht auf dem Tembain. Es gibt da noch einen dritten Berg, der kleinste von allen. Aber der hat super schöne Sandformen auf der einen Seite. Tja, wenn der Sand nicht wäre, könnte man hier hochfahren. Hier eine wunderschöne Naturterrasse. Angie geht kacken, dahinter ist das Camp Mars. Und das Tembain, ich weiß nicht, ob beide so heißen. Und da ist mein Hotel on the wheel. Uiuiui, ui, die kommen alle vom Camp Mars. Da ist ja was los. Ich bleibe eine Nacht hier oben. So, das war mein Schlafplatz heute Abend. Ganz alleine da, auf einem kleinen Hügel. So, wir gehen jetzt da rauf. Mal gucken, ob ich da oben Handyempfang habe. Was macht man alles, wenn einem langweilig ist, dann fährt man doof auf diese Mondlandschaft herum. Und keine Ahnung, der Tembain ist da, ich bin jetzt wieder am Zurück langsam. Einfach Neugier. So, wenigstens sind jetzt die Steine weg. Jetzt bin ich dann bald wieder auf der Hauptpiste. So, das war mein kleiner Ausflug auf der Suche nach ein paar Campern.
Aber ohne Navi, da könnte man sich extrem verirren. Gut, der Tembein ist auch noch da, hat man Anhaltspunkte, aber die Orientierung, man denkt immer, es sei irgendwo anders, aber man verfehlt sich da total. So, ich bin jetzt auf der Fläche vom Camp Mars. Schaut mal da, wie der Sand auf den Dünen wandert. So, ich war jetzt auf dem Camp Mars. Die anderen sind schon um 2:30 da gewesen. Die müssen aber weiterfahren bis nach Duus, weil die Bremsen bei einem kaputt sind. Und die sind jetzt vorausgefahren. Ich fahre jetzt hinterher, weil ich bin viel langsamer. Also, das letzte Mal vermutlich Dünenfahrt. Ich zeige euch dann noch ein paar Frequenzen noch. Unterdessen bin ich ja, glaube ich, 2-3 Mal da durchgefahren. Jetzt ist es ein bisschen schwerer wie sonst, weil die Spuren verweht sind. Vorher habe ich fast nicht gesehen, wo es durchgeht, aber jetzt geht es schön geradeaus. Ein Reifendruck, muss ich sagen, ist nicht optimal, den habe ich eigentlich nicht auf Sand eingestellt. So, ich glaube 3,5 Bar, 4 Bar vorne, hinten 3,5. Aber es geht trotzdem. Ja, die letzten Sandpassagen, denke ich. Und dann ist das Abenteuer Sand dann fertig. Jetzt stockt er, man spürt ja das. Weil es hat gestürmt, läuft nicht so gut wie auch schon. Dann erst noch einhändig fahren, Mann. Zum Glück geht es geradeaus. Da geht's. Aber ich merke schon, er dreht hinten manchmal durch und dann rattert es leicht. Aber wenn man genügend Geschwindigkeit hat, dann geht das. Kommt, glaube ich, nur noch einmal eine Stelle, da geht es noch hoch mit viel Sand und dann ist das praktisch vorbei mit den Dünen. Ja, ja, die Spur ist auch schwer zu halten in der Kurve, einfach zu viel Druck drauf. Aber ich bin jetzt zu faul, hoch und dann runter und wieder hoch zu machen, also muss es jetzt einfach gehen. Letztes Mal gab es das alles mit der Drohne, im vorletzten Video. Jetzt bin ich fast nicht drüber gekommen und jetzt Anlauf holen. Aber wäre nicht schlimm, wenn ich nicht drüber komme, weil dann kann ich rückwärts und das nochmal probieren. Das ging auch hoch, jetzt geht es langsam runter. Also ich habe es geschafft. Abenteuer Allrad live echt ist hiermit fast beendet. So, jetzt
Da habe ich euch noch mitgenommen, die ganze Fahrt. Jetzt ist es eigentlich vorbei. Und jetzt fahre ich zurück nach Duis. Ja, komm, doch noch eine Passage habe ich vergessen. Wir sind mittendrin. Da geht's hoch. Ui, das ist. Ui, da muss ich jetzt schnell durch. Ja, jetzt bin ich. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht mit dem LKW. Weil vor dem René seiner rollenden Hoteldüne, da steht der nächste LKW. Und es ist halt nur die Spur hier. Okay. So, das ist der René auf der Rückreise aus der tiefen Sahara mit der rollenden Wanderdüne. Oben ist ein LKW auch stecken geblieben. LKW oben? Ich glaube, ich habe nur was gesehen. Hast du noch eine Uhr? Nein, ich habe nur zwei zu hoch und habe nichts unten gelassen. Das ist auch so. Doch so? Ja. Ist das auch? Ja. Ja, mit den Schweizern ist es nicht so einfach mit so einer rollenden Wanderdüne. Mit hohem Luftdruck. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, schauen wir mal. Das gibt Likes auf YouTube. Emergency in der Sahara. Ich dachte, ich schaff's mit dem Reifendruck, aber bis hier. Weil hier war es so. Musst du ablassen, das wird so nichts. Jetzt neuer Versuch. So, jetzt anfahren. Ja, ich weiß, Sie wollen natürlich dabei sein. Jetzt habe ich den Reifendruck runtergelassen. Geht nicht anders. Vor mir ist, glaube ich, auch ein LKW am Stecken geblieben. Und jetzt versuche ich es nochmal. Jawohl. Naja, hat er geschafft. Jetzt tragen wir die Bretter nochmal. Die Schweizer und die Schokolade.
Auf zum nächsten Stop. So, geschafft. Ich weiß nicht, warten die wegen mir? Ja. Jetzt kommt der noch und dann war ich fahren. Also, die wollen, dass ich diesen LKW ziehe. Leck mich am Arsch, du. Ist ein bisschen schwer für mich. So, jetzt fahren wir hier vorbei, schauen uns das hier mal an. Hier ist es. Stop. Need your help! Steph, ah. Du pilotes avec le droit, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Oh, mouche possible. Ah? Non, lele. Mouche possible. D'accord. Ça marche. Ja, das geht nicht, kann ich rausziehen. Das ist ein LKW. Das geht überhaupt nicht. Das ist ein Ball lieber halt, ne? Der muss zurück am besten. Ja, wie soll ich den denn rausziehen? Der hat nicht mal eine Schaufel dabei. Der hat doch 7, 8 Tonnen oder so. Gott, niemals. Ich meine, der ist noch nicht weit gekommen. Niemals. Der hat nicht mal eine Schaufel. Ja. Ja, ich musste da bei ihm vorbei. Ja. Für dich ist schlecht. Ich komme schon vorbei, aber du mit deinem Hotel? So, jetzt kommen hier die Sandbleche zum Einsatz. Hey, hier ist es Maria. Der hätte ich gedacht, ich kann den rausziehen mit meinem. Also, nee. Das ist ein mega LKW. Der wiegt hier locker 7, 8, 9 Tonnen. So, rausziehen werde ich den nicht, ich fahre jetzt einfach mal daneben. Oh Gott, du. Meine Sandbleche sind jetzt sicher krumm, ey. Die haben nicht so viel Ahnung. Die haben eins hinten links hingetan, eins vorne rechts. Und ich gehe davon aus, der hat nicht mal eine Sperre. Nützen sie nämlich gar nichts. Ja, also ich bin jetzt an dem, damit er nicht meine Ecke abreißt, bin ich da ins Loch runter. Im ersten Gang. Weichsand, aber ich bin zum Glück hochgekommen. Da seht ihr die Spuren. Ah, da läuft was, aber der kommt nicht weit. So, der kommt ja gerade vom See, das ist unser Guide. Der muss ja fahren können. Den anderen fehlt die Schaufel, die haben keine Bretter, die haben nichts dabei. Und glaube auch ein bisschen die Erfahrung, ich war jetzt echt erstaunt. Okay, jetzt geht's weiter. So, jetzt kann es weitergehen, halbe Stunde.
Also ich blieb auch stecken unten im Tal und vor mir habe ich gesehen, da ist dieser LKW. Und ich bin zum Glück vorbeigekommen und auch da die Mulde runter und wieder hoch, das ging, es war zwar Weichsand. Ja, da gibt es Stau auf der Sahara-Autobahn, war jetzt lustiges Abenteuer. Ernst und lustig zugleich. So, das war's wieder. Das nächste Mal geht's dann weiter auf der Rückreise und der Weiterreise. Okay, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch und auch abonnieren, die es noch nicht haben. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.